Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Italien auf dem Hof Bonadea. Nun, der Hof Bonadea hat festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass wir hier was vergessen haben. Eine Klitzekleinigkeit auf den Feldern, und zwar zu walzen. Das heißt, wir haben es eigentlich nicht vergessen, sondern durch das Vorspulen hier mit dem Hof haben wir das irgendwie, ja, vermehrt. Und das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich, ich glaube, das Walzen bringt 5% mehr Ertrag. Haben wir also 5% weniger Ertrag, aber ich glaube, Kartoffeln sind ein gigantisches Unternehmen an sich und deswegen ist das überhaupt kein Problem, da auch mal etwas zu verlieren. Ja, es kommt genug Geld rum, sage ich mal. Gut, Freunde, ich habe hier jetzt folgende Sache, und zwar haben wir vor, diesen Hof jetzt abzustoßen. Warum haben wir das vor? Es macht das Leben einfach einfacher, wenn das hier alles nur noch ein Hof ist. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, ja, ich denke, es ist Zeit, auch diesen Hof vielleicht woanders hin zu verschieben. Ich habe noch keinen Hof für ihn als Ersatz, aber ich würde es gerne hier beenden wollen. Und das heißt im Klartext, wir machen heute Kassensturz und der Hof Ceres wird das alles übernehmen und hoffentlich kann er sich das leisten in Zukunft. So, das heißt im Klartext, wir brauchen erst einmal die Daten erfassen. Das heißt, ich habe schon mal eine kleine Liste gemacht. Wir haben hier im Kartoffelbunker einen Wert, warte, das muss ich mal ganz kurz schauen, einen Wert von 171.200 Litern. Wir machen rund 172.000 Liter. Nehmen das mal 902, das sind ungefähr 155.000 Euro. 155.000 Euro, die merken wir. Die wird wird der Hof Bonadea nochmal selbst verkaufen und den Ertrag daraus haben. Und dann ist es das. Haben wir notiert. Des Weiteren haben wir die Gebäude. Die Gebäude haben damals 55.000 gekostet. Jetzt sind sie nicht mehr so viel wert, aber es ist halt wie es ist. Ich nehme trotzdem den vollen Wert, denn es sind super Gebäude. 110.000 stehen hier zu Buche. Die Felder an sich. Die Felder an sich haben einen Wert von zusammen 99 Umfänge und 174 Umfänge. Wir runden das auf. Es sind hier 20 Euro Differenz, wenn wir das zusammenrechnen. Wir kommen also auf 274.000 und 20 Euro. Die 20 Euro ziehen wir ab. Sind 274.000. Plus die 110 für die Bunker und die 155.000 von den Kartoffeln sind neutral zu betrachten. Ansonsten haben wir noch den Hof mit rund 19.440. Da machen wir rund 20.000. Und wir haben noch ungefähr Ware hier und Guthaben, ein bisschen Dünger und ein bisschen Benzin von ungefähr 2.000 Euro. Die Steine nehme ich mal nicht mit dazu. Das ist ein kleiner Bonus, weil wir auch den Hof hier ein bisschen aufgerundet haben. Sagen wir mal, sind nochmal 2.000. Dann heißt das 110, 274, 2.000 und 20.000. Macht eine runde Summe von 306.000. Gut, die Kartoffeln im Felde haben natürlich auch ihren Wert und ich habe mich jetzt mit dem Hof Ceres so geeinigt. Ich schätze mal, dass hier mindestens 400.000 Euro rumkommen für die Technik, für die Kartoffeln. Für die Kartoffeln rumkommen, schätze ich mal, dass das ein guter Ertrag ist. Wir werden schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte für Technikkosten ausgeben müssen. Das ist einfach ein Fakt, aber das wird sich auch unterm Strich rentieren und nun ja, wir werden sehen. Im Klartext heißt das, wir haben 306.000 und ich gebe dem Hof Bonadere, beziehungsweise bekommen wir von dem Hof Ceres 94.000 Bonus für die Kartoffeln. Das macht einen Kaufpreis von 400.000 Euro. Wir haben hier, jetzt muss ich kurz schauen, keine... Halt, da muss ich mal anders schauen. Wir haben hier keine Technik. Hier können wir übrigens mal schauen, was denn das Schöne ist. Okay. Keine Technik, die wir gekauft haben. Wir haben alles nur gemietet. Dies geht 1:1 an den Hof Ceres über. Mit den Kosten, mit den Guthaben davon. Deswegen sind wir auch ein bisschen großzügig bei den Kartoffeln. Auch wenn das natürlich ja, nicht ganz dem Wert entspricht. Aber ist egal. So. Heißt im Klartext, wir haben also 306.000 plus einen Bonus von 94.000, macht 400.000 für den Hof Bonadea. Plus das Konto von 441.000 macht 841.000 plus die 155 aus dem Verkauf mit den Kartoffeln, macht einen Wert von sage und schreibe
Na, sag schon. Jetzt hatte ich gerade von knapp 1 Million Euro. Also wir haben 996.000 Euro. Das heißt, wir haben hier mit 830.000 angefangen, haben einen Überschuss von knapp 166.000 erwirtschaftet. Das ist eigentlich keine schlechte Summe. Wir hätten noch mehr, wenn wir die Ernte abwarten möchten oder würden. Aber ich will das hier jetzt als Schlussstrich ziehen. Und das heißt, wir fusionieren die gesamten Höfe zum Hof Zerres zusammen. Und dann werden wir weitersehen. Das heißt auch, wir werden die 500.000 von dem Hof Bonadea natürlich zurückzahlen. Ganz klar. Und da machen wir einen Reingewinn von gut 166.000. Pi mal Daumen. Sagen wir rund 170.000. Sind wir nicht so. Und heißt im Klartext, wir haben demnächst knapp 500.000 für das nächste Projekt hier zur Verfügung. Und das ist es. Na, das ist der Punkt. Genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist der reine Wert. Das heißt, diese 500.000 werden hier rückgebucht. Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Die nehmen das Geld ein, bezahlen davon ihre Schulden. Wir brauchen neue Schulden, um das zu bezahlen. Also bleibt das eigentlich dann nur eine Hinrechnerei, die wir dann im Hof Ceres einmal auseinandernehmen müssen. Gut, also dieser Hof ist verkauft. 400.000 Euro bezahlt der Hof Ceres dafür, und das ist es erstmal. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, hier das noch zu verkaufen und zu machen und zu mehren. Das mache ich einmal offscreen, dass das dann die Bunker alles weg sind, ne? Die 171.542 Liter, und das ist es. Gut, ich würde jetzt mal rüber zum Hof Zerres springen, dass wir das hier ausgleichen können. Und im gleichen Atemzug würde ich natürlich auch hier gerne die Kosten noch mal wegnehmen, und zwar die 441.952 waren es, glaube ich. Und wir klicken das mal weg. Okay, da waren es 441.460 wieder drauf. Das ist ja kein Problem. Da hatte ich mich wohl irgendwo vertan. Dann machen wir das so. Und jetzt ist das Konto auf plus minus null. Wir können doch mal schauen, ob wir hier den Hof noch belasten können mit Krediten. Da ist nichts mehr möglich. Die 500.000 sind ausgeglichen von unserem Voreigentümer. Wir allerdings brauchen das Geld für den Kauf. Und ja, das heißt, wir geben 400.000 dafür aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Das heißt im Klartext, die bezahlen ihre Schulden selber zurück. Wir haben ihre Millionen eingenommen und zahlen davon die Schulden, weil die Schulden sind ja auf dem Hof. Genau, wir übernehmen das, was wir haben, schuldenfrei, also nur den Wert, und da sind die Schulden nicht mehr drin. Macht summa summarum für den Hof warte mal, wenn die Schulden nicht bezahlen, sind das 900. Jetzt muss ich kurz rechnen. Ach, 990, 996, 997.000 minus 500. Ja, da macht es keinen Unterschied. Wir zahlen 400 und würden noch 100.000 hier an Geld bekommen. So können wir es auch machen. Das ist eine Idee. 400.000 wird man an den Hof zahlen. Wenn wir die Schulden aber übernehmen, kriegen wir noch 100.000. Und die machen aber 341, 400. Ja, dann haut es auch hin. Das heißt, wir machen uns hier 100.000 nochmal drauf. Das ist ein Hin- und Hergerechnet, aber das ist halt so. So ist das die einfachste Lösung. Wir haben hier 100.000 jetzt drauf. Ne? Wir haben die Schulden übernommen. Damit bleiben die Schulden uns erhalten, die wir haben hier. Na? 400.000 wird man bezahlen. 100.000 würden wir jetzt. Na, das gefällt mir aber nicht, wenn das hier Kosten abzieht. Was zieht denn hier Kosten ab? Die Gebäude? Gut, lassen wir es so, ist egal. Dann haben wir hier den Hof mit 100.000 im Plus, mehr oder weniger. Und wir haben 500.000 mehr an der Backe. Wir haben unsere eigenen 500. Ja, das passt. 400.000 haben wir bezahlt. 500.000 sind die Schulden. Das heißt, wir bleiben bei 100.000. Die haben 341.000 jetzt bar. Kriegen nochmal 155 für die Kartoffeln. Sind also knapp bei ihrer halben Million. Alle sind zufrieden. Die haben aus 320.000 eine halbe Million gemacht. Fast. 180.000 Gewinn. Der Hof Aurora übrigens hat gute 50.000 Gewinn gemacht.
Na, von 180 auf 230 für das bisschen, was sie da hinten rumgemäht haben, war das eigentlich eine gute Sache. Und wir können das auch finanzieren, diese 400.000. Das ist absolut legitim. Die Fahrzeuge sind alle gemietet. Das wird uns natürlich Geld kosten. Aber wir stehen in beiden Höfen mit einem gut 100.000 da, die wir da gekauft haben. Und das fließt natürlich jetzt auf das Gemeinschaftskonto. Gut, damit ist die Geschichte hier, Hof Bonadea, erledigt. Der Hof geht mit rund 497.000 Euro rund, geht er nach Hause. Wunderbare Sache. Genau. Weißt du was? Ich mag runde Zahlen. Ich gebe dem Hof nochmal 3.000. So. Weißt du was? Dann hat der Hof 500.000 und dann haben sie ihre 180.000 verdient. Also der Hof Bonadea ist mit 500.000 hier rausgegangen. Wir haben dafür 1 Million bezahlt. Abzüglich der anderen Sachen. Also ihr wisst Bescheid. 403.000 haben wir bezahlt. Wunderbare Sache. Damit ist das erledigt und ich springe mal, wie gesagt, jetzt in den Hof rüber, weil wir haben noch ein paar Minuten. Und da würde ich das nochmal finanztechnisch alles klären. Also bis gleich. Ja, und da sind wir zurück auf dem Hof Ceres und wir haben nun mittlerweile alles vereint unter unserer Kontrolle. Wie gesagt, das Feld, wie gesagt, das hängt hier mit dem Kartenupdate zusammen. Das gehört nicht uns, aber ansonsten gehört uns jetzt alles. Und mir ist ein Fehler unterlaufen bei der Berechnung von dem Hof. Wir haben 110.000 für die zwei Gebäude gehabt, 274.000 für die Ländereien, 2.000 für die sonstigen Ressourcen, die da rumstehen und 20.000 für den Grund und Boden. Das heißt, wir hatten schon eine Summe von 406.000 und nicht 306.000. Plus unseren Bonus, den wir bezahlt haben auf das Gebäude, heißt, wir zahlen dem Hof eigentlich 500.000 Euro. 500.000 plus die 155 plus die 441. Entschuldigung. Macht genau eine Summe von. Ja, von jetzt müssen wir rechnen, sind 900 und also 503 haben wir gezahlt, wir haben auf 500 aufgerundet. Ich muss das noch mal ganz kurz nachvollziehen. Wartet mal, wir machen das mal ganz kurz anders. Ich tue die 3 erstmal uns wieder gut schreiben. So, es tut mir leid, aber das müssen wir jetzt so machen. Da sind wir jetzt genau bei rund 400.000 Euro. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal diese 100.000 abziehen. Ich muss das, wie gesagt, alles ein bisschen einzeln machen. Weil wir ja 500.000 gezahlt haben. Also genau. 500.000 haben wir gezahlt. Na, 274 plus 110 plus 20 plus 2 und nochmal ein Bonus von 94 machte 406 sind 500.000. 500.000 haben wir bezahlt. Das entspricht den Schulden der Bank. Wir haben also die Schulden geerbt, haben den Hof übernommen. Der alte Hof Bonadea hat 155 aus den Kartoffeln, hat jetzt muss ich kurz überlegen. 441 in bar, etwas über 441 in bar, 155 aus den Kartoffeln. Und dann kommen nochmal dazu, was war es gleich? Unsere 500.000. Na, das macht 941 plus 155 macht rund 1,1 Millionen. Das heißt, 500.000 weg hat der Hof Bonadera rund 600.000 Gewinn gemacht und das haut hin. 441 plus 155 macht 600.000. Ja. Ich würde jetzt trotzdem nochmal, damit das alles ein bisschen gut aussieht, die 3.000 nochmal abziehen. Ich weiß, es ist ein bisschen hin und her, aber trotzdem, es muss ja alles seine Ordnung haben. So, die 3.000 haben wir nochmal abgezogen. Das heißt, der Hof Bonadea hat 600.000 verdient oder eingenommen netto ohne Schulden. Wir haben für die 500.000 Bankaccount-Schulden, Landschulden, wie auch immer, übernehmen wir und kaufen dafür den Hof gleich ab. Na, wir übernehmen die Schulden und haben dafür den Hof an die Backe. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, denn wir müssen jetzt die Schulden sowieso zurückzahlen. Wir hätten es nicht anders machen können. Ob das nun der Hof zurückzahlt und wir es neu aufnehmen, macht keinen Unterschied. Von daher haben wir einfach jetzt in unserer Statistik 1,5 Millionen Schulden. Und da müssen wir jetzt noch mal kurz schauen, denn 500.000 müssen wir hier davon noch abziehen. Und da komme ich gleich dazu, warum. Denn die 500.000, die hier von dem Hof Aurora sind, das sind ja Privatschulden gewesen. Und die hat ja der Hof immer noch. Also, das hat sich ja nichts dran geändert. Das war ja nur etwas,
um das Vermögen dort ging. Und das ist eine Privatschuld von dem Hof Aurora. Die müssen wir nochmal fixen. Und das heißt im Klartext, hier muss ich da einfach nochmal schauen, dass ich jetzt hier nochmal 500.000 dazu mache. So, das haut hin. Und ich weiß, viele, viele Zahlen, aber es ist halt, wie es ist. Können wir nicht ändern. Und ich hoffe, dass jetzt der... das Spiel jetzt hier mitmacht und nicht alles abzieht. Wir werden also jetzt auf 1 Million das runterfixen. Ja, weil manchmal, wenn man da komisch drückt, dann zieht auf einmal das ganze Barvermögen ab und das ist nicht ganz so cool. So, auf 1 Million werden wir das runterfixen. Die 500.000 sind, wie gesagt, neutral gewesen. Sind private Schulden. Die hat der Hof ja immer noch. Na? Nachfolgeprojekt ist Le Levage Breton vom Hof Aurora. Und da sind wir angekommen. Wunderbare Sache. Ja, und da sieht es gar nicht so schlecht aus. Haben wir 1 Million selber an Schulden. Mit den 500.000 haben wir den Hof bezahlt. Wir haben den Hof also übernommen. Und übernehmen somit einfach die Schulden. Damit sind wir da raus. Und der Hof Bonadea hat mit 320.000 netto angefangen. Plus 500.000 Schulden. Macht also bei 600.000 Reingewinn einen Gewinn von 280.000. Und das ist eine ganz tolle Hausnummer. Und ich sag mal, wir waren ein bisschen großzügig, ja, ich weiß. Aber unterm Strich bringt uns ja das in der Zukunft auch was. Schaut mal, die Kartoffeln haben bestimmt einen Wert von 400.000, was wir vom Feld holen. Ich schätze mal, Entschuldigung. Ich schätze mal, 100 bis 200.000 werden die Kosten sein für die Fahrzeuge. Und ansonsten ist es das. Na, das heißt also ein Reingewinn von 200.000. Ja, und das können wir dann irgendwann mal in die Schuldentilgung stecken, wenn wir das wollen. Oder wir stecken es in die Kühe und holen uns davon dann den Milchertrag. Das ist auch eine feine Sache. Davon kriegt man bestimmt auch gute 100 Kühe wieder extra. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir jetzt jede Menge Technik und jetzt heißt es eigentlich erstmal schauen, ob wir in der Folge heute noch ein bisschen was sanieren können. Ich muss bloß mal auf die Uhr schauen, dass wir hier nicht so hoch kommen mit der Zeit. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 20 Minuten. Und ja, müssen wir einfach mal sehen, wie wir es machen. Gut, ich würde sagen, das tun wir in die nächste Folge schieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Somit hat die Fusion jetzt stattgefunden. Wir haben also hier in Italien das auf einen Hof gemünzt und sind jetzt ein, naja, fast ein Großbauer, würde ich sagen. Also, so sieht es erstmal aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann tun wir ein bisschen was optimieren und... dann sollte das laufen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.